Oh Mann, Leute, ey. Ich bin diesem Geisterhaus, oder Bowserhaus hier ganz schön auf den Leim gegangen. Ich werde hier nur verarscht. Willkommen auf jeden Fall zurück. Wow. Boings. Na doch, ein bisschen Geisterhaus ist es ja schon. Ich geh einfach mal hier rein. Ah, jetzt habe ich es. Jetzt komischerweise habe ich es geschafft. Na gut. Naja, gut. Ah, die richtige Tür und keine Wasserfälle mehr. Und jetzt bin ich auch schon am Ende. Gut, ist wieder Zeit für ein Boom Boom. Oh, voll abgeprallt. Guckt ihn euch an. Yeah! Alter, die sind auch so leicht, Alter. Zack. Später werden die noch ein bisschen anspruchsvoller, weil sie eine kleine Fähigkeit mehr dazu bekommen. Aber nicht viel. So. Okay, ich habe einen geheimen Gang. Speichern, klar. Bin ich dabei. Gesaved. So, wo führt der denn hin? Bestimmt nur zum Anfang. Ja, natürlich. So, naja gut. Da ich gerade eine Feuerblume habe, werde ich, glaube ich, den Hammerbuhr oder mal platt machen. Wirklich diese tolle Abkürzung, die hier irgendeiner gebaut hat. Let it go! So, wo führt die andere Röhre hin? Yo, yo. Tot! Ja, tot! Und da gibt's eine Truhe. Vielleicht hier noch irgendwas Geheimes? Nö. Irgendwas ist hier doch noch bestimmt. Versteckt. Nö. Ach man, wie fies. Okay, und? Knacks! Ein Hammer! Den brauche ich doch. Den finde ich so cool. So, an sich könnte ich ja jetzt hier erstmal das aufbrechen, wa? Ich weiß, ich wollte ja noch Hammer anderweitig benutzen. Ich glaube, nachdem man das Spiel durch hat, kann man ein bisschen besser mit den Hammern umgehen und auch sich mehr bessere Farmen. So, und dank euch weiß ich auch inzwischen, was das hier macht. Das lässt alle Hammerbrüder auf der Map-Karte einschlafen. Stimmt, so war das. Und dann kann man sich halt an die vorbeischleichen. So, Hammer. Yeah. Let the go. Setze die drei Teile. Ja, ist okay. Man. Und was euch auch aufgefallen ist, was mir erst total spät aufgefallen ist. Also, ja. Warum ist die Feuerblume hier blau? So wie eigentlich die Eisblume, die ja erst in einem viel späteren Mario introduced wurde. Krass, was euch alles auffällt. Und nochmal. Warum denn nicht? Ups. So, komm schon. Was? Meine Kappe. Das ist doof, Alter. Das ist doch richtig doof, Mann. Naja, okay. Hauptsache, wir aktivieren ja alles. So, und ich will irgendwann nochmal probieren, ob hier das noch kaputt geht und so. Aber erstmal, wo führt diese Röhre hin? Ah ja, okay. Ja, hier gibt's schon zwei kleine Schlösser. Auch nicht schlecht, oder? Ach ja, und hier gab's auch noch so ein kleines Geheimnis und so, weil wir habt ja schon gesehen gerade, wir werden hier noch ein bisschen mit dem Boot fahren. So, erstmal Welt 4. Und dann Welt 5 mache ich dann den Froschanzug. Den setze ich dann ein. Den setze ich richtig ein. Wow, was? Wo bin ich hier? Oh mein Gott, du olles Vieh. Schieß mich nicht ab. Flop. Komm her. Was? Schön Punkte sammeln. Okay, die Feuerblume wäre vielleicht besser gewesen, aber... Oh, voll krass. So, hier geht's hoch. Ganz einfach. Was? So, oh mein Gott, ein Goomba. Und der schmeißt kleinere Goombas. Warum macht er das denn? Ist der verrückt? Oh, just what I needed. Abgeballert. Yeah! So, kann ich hier einfach rein? Ja, okay, da muss ich mal gucken, ob hier nicht irgendwie... Ah, ja. Bam, blaue Münzen und die bringen Punkte. Bam, bam. Verdammt. Aber ist okay. So, wenn ich dich wieder einschätze, ist er dort gleich wieder vorbei hier, das Level, ey. Wow, 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 wow. Was willst denn du? Abgeballert. Ah, warum sind die grün? Lakitos. Wirft er nicht eigentlich immer rote ab? Rote Stachis, voll gemein. So, komm jetzt her, jetzt töte ich dich. Yeah. Noch ein Blatt. Ach nee, ich finde die Feuerblume gerade geiler. Und das war's schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Level geschafft. Ja, nichts zum Einsammeln, gar nichts. So, und guck mal, die Brücken hier. Genau, die gehen pro Runde. Also quasi, wenn ich jetzt das Level machen würde, wären die Brücken wieder hochgefahren. So, also kann ich jetzt ganz schnell die Chance nutzen, um nochmal Toad eine reinzuballern. Dödelüb. Hallo, wähle Jammer, eine der Truhen. Oh, ihr Inhalt wird ja auf deinen Weg nützlich sein. Noch ein Froschanzug. Ah, da gibt's schon drei Stück. Okay, Mann. Es gibt ja auch noch zwei andere Anzüge, die will ich hoffentlich auch noch zeigen.
So, da warte ich jetzt hier. Oh, hier brauche ich auch den Hammer. Oh, für das Boot. Das ist, muss ich. Hoffentlich kriege ich noch einen von dem Typen da. Ich glaube aber auch nicht. Ach, da muss das alles für später verschoben werden. So, da ich gerade noch die Feuerblume habe, mache ich erstmal Welt 6. Denn, aus Gründen. Oh Gott. Self-Scrolling. Und wenn mich nicht alles täuscht, ein bisschen schneller. Nee, doch nicht. Oh, noch eine Feuerblume. Die nehme ich dankend an. Hey, hey. Wow, das war knapp. Alter, fallen die schnell. Oh, toll, ich hätte den Goomba sehr gebraucht. Jetzt schaffe ich noch, Zack. Yeah, cool. Flupp, yeah. Ups, das war dumm. Das war so dumm. Aber hey, so kommt nun mal vor, wenn man unter Zeitdruck steht. Upsala. Ja, voll reingewaste, ist klar. Mario. Oh, hier muss bloß kein B drücken. Sonst nehme ich die auf, genau, und dann falle ich runter. Dann falle ich in mein... Wow! Alter, das war knapp. Und inzwischen habt ihr mir auch erzählt, genau das mit den orangen Musikblöcken. Was ich ja auch nicht geschnallt hatte. Es tut mir leid. Oh Gott. Ups, ups. Was war's? Ach, diese Level, ey. Ups. Yeah! Zweiter Pilz. Cool. Hübscher Pilz, ne? So. Jetzt sind die Brücken eh wieder... Oh doch, die Brücke ist wieder zu. Die anderen sind dafür hoch. Nee, okay, jetzt machen wir erstmal Welt 5. Welt 5 mit einem schönen Froschanzug. Das sieht aus, Mann. So, damit ist man jetzt echt richtig schön beweglich im Wasser. Hier am Land irgendwie, ein bisschen seltsam, aber... Aber im Wasser geht's ab, Alter. Kann ich schön auf A auch richtig schnell schwimmen? So. Das darf nicht wahr sein. Ich habe ihn gleich auf Anhieb wieder verloren. Warum bin ich eigentlich so... Aua! Verdammt. Der Druck von oben war zu groß. Ah, lass mich in Ruhe. Ja, da haut er ab. Da haut er ab. Hey, komm schon her. Komm doch mal her, du. Oh nein, ich komm nicht runter. Ah! Mann, ich will doch noch mal hin. Ich will die anderen Dinge haben. Los, lass dich droppen. Los, na, drop dich doch down. Mann, verdammt. Komm schon. Oh Gott. Ey, wie ich schon wieder jetzt echt den Froschanzug verkackt hab. Das ist ja wie immer so. Ja, die Wasserlevel sind halt immer zum Kotzen. Wow. Einfach mal das ganze Level überspringen. Die Froschanzüge können, glaube ich, auch so in Level nicht auftauchen. Die kann man halt echt nur... ja, in so ein Toadhäusern bekommen. Naja, wir haben ja noch ein paar. Hey, da oben. Da komme ich da rauf. Ist hier nicht irgendwo ein unsichtbarer Block? Komm schon, ein Block. Bitte erscheine mir doch. Hey, wie komme ich da oben hin? Warte mal, dann war vielleicht der Block doch hier. Irgendwo hier ein Block? Bestimmt. Ich muss bloß gucken. Hier vielleicht. Oder ich muss von hier springen. Nee. Hier klappt doch gar nichts. Das würde mich jetzt aber interessieren, was da oben ist. Ach man, es ist mir nicht vergönnt. Und diese Quallen, sie liegen im Weg. Hey, warum komme ich eigentlich hier zwischen? Nichts. Absolut nichts, nein, da habe ich's verkackt. Guck mal, aus der Röhre hier kommen keine Blasen raus. Da könnte doch was sein. Nö. Oh Gott, so ein Typ mit seinen Kindern. Ja, okay. Was? Gar nicht berührt! Ey, dieses Scheißvieh hat mich komplett genatzt. So, wie komme ich denn da hoch? Als Frosch kann man kann ich als Frosch auch höher aus dem Wasser springen? Ah! Raums, Alter, was macht er denn da? Raums, Alter, er schießt mit seinem Kind. Raums und frisst es wieder auf. Ist ja unfassbar. Oh. Ups, Zeit. Oh, der Vieh ist wieder da. Warum? Mann! Jetzt bin ich aber ein bisschen unter Zeitdruck. Oh nein, zum ersten Mal unter Zeitdruck, ey. Da will man ein bisschen gucken hier. Und dann hat man schon verkackt, ey, das gibt's doch gar nicht. Und natürlich ein Stern. Naja, gut. Wenig Punkte für die Zeit. Aber wir sind noch ein Leben. So, na, war das nicht toll, wie ich euch gezeigt habe, wie das funktioniert? Naja, machen wir mit Level 7 weiter. Nehme ich mir irgendwas mit? Das hier gleich mal. Nein, hier. Fireflower. Let's go.
So, flupp, dadam-bam. Oh Gott, nicht die Typen. Die können doch was aus ihrem Mund rausballern. Wow, hier genau. Und das sieht ja hier lustig aus. So eine Textur erinnere ich mich gar nicht. Ah, du Typ. Ach, oh, ich dachte, der rollt die, der schmeißt die ja. In gerader, sauberer Flugbahn. Lalalala. So, was soll das hier? Was soll denn das? Warum kann ich das hier kaputt machen? Oder soll das hier... Ah, ich bin doch gesprungen. Mann, das darf nicht wahr sein. Ich bin so ein Struggle. Flupp und Feuer. Ha, voll cool. Du, da, didam, bam, bam, bam. Die jetzt aber auch nirgendwo reingeht. Du, 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 du. Und tschüss. Dam, bam, bam, bam. Okay, hier gibt's eine Kletterpflanze. Cool. Du, di, di, lam, badam, bam. Münzen voller Wolken, Wolken voller Münzen. Und hier ist ein P-Switch. Na, okay. Das war dann hierfür. Na, okay, okay. Oh. Oh. Yeah. Okay, alles klar. Das war ja total aufregend. So, komm mal mit. Ich grabbe dich und kick dich zu den anderen tot. Wow, eine Feuerblume. Ups. Yeah, just what I wanted. War's tot. Lalalala. Das Spiel ist cool, aber irgendwie ein bisschen leicht. Lalalala. Wuppalop, yeah, yeah. Oh, Combo Breaker. Das war's schon wieder. Ey, wir kommen hier so krass durch, ey. Wir sind ja bald bei der Hälfte schon mit Welt 4. Aber okay. Nicht den Tag vor den Abend loben. So, die Brücke ist wieder da, dann mach ich jetzt einfach mal Welt 8. Einfach so, damit ich den nächsten Hammer-Buau treffen kann. Und da war gerade ein Minispiel, verdammt. Oh nein, nicht so ein scheiß Level schon wieder. Lalalala. Oh, wie tief gehst du denn runter? Wow! Alter! Weggesnackt. Okay. Ja, jetzt ist die Brücke ja wieder nicht. Jetzt ist die Brücke nicht oben. Ach, verdammt, wieder nicht unten. Na gut, dann mach ich jetzt einfach das hier. Let that go. Das zweite Schloss mit so einem zweiten Boom-Boom-Typen. Oh nein, ein Wasserschloss. Oh Gott. Vielleicht wäre der Frosch hier wieder ganz cool gewesen. Das wusste ich jetzt nicht, dass es das ein Wasserschloss ist. Sollte ich mal hier jetzt nochmal abkratzen, hole ich mir auf jeden Fall den Froschanzug. Aber erstmal ein Pilz. Just what I needed. So, da ba ba bam bam. So, okay, was ist denn das? Oh mein Gott, Buhu-Plattform. Da gehen wir doch mal unter. Und da drunter durch. Hier, Mann. Du, du, du. Wow. Du, du, du. Wow. So, also die Blöcke darf ich ja berühren. Ich darf bloß die Geister nicht berühren. Wow, wow, wow. Du, 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 bam, bam. So. Und das war's schon wieder, ey. Was ist denn das für... Die Level sind total kurz. Die kamen ja früher so lang vor. Das waren ja bloß jetzt zwei Wildabschnitte. Und der... Boom, boom. Ich glaube, jetzt kann er schon... Eine Special-Fähigkeit. Ja, er kann schon fliegen. Habt ihr gesehen, er hat Flügel gehabt. Er ist trotzdem tot. Ach, ist das schön. So, noch eine Abkürzung geschafft. So. Knacks. Joink. Wieder zum Anfang zurück können wir speichern, klar. So, dann komm mal her, du oller Typ. Oh. Ich hätte vielleicht eine Feuerblume nehmen sollen. Oh, jetzt geht's ab. Wow, wie habe ich das geschafft? Ach, ist das nicht cool und lustig. So, krieg ich jetzt noch einen Hammer? Nee, einen Stern. Mist. Ich hätte ihn mir aufheben sollen. Schade, dann muss ich jetzt echt warten, bis hier wieder alle wieder resetten oder ich neue Hammer kriege. Ich weiß gar nicht, ob man die nur von Hammerbrüdern bekommt oder auch in Toadhäusern. Keine Ahnung. Erstmal Bonus-Game. Neues Bonus. Aufdecken. Schlecht. Aber merken. Und Pilz. Schlecht. So, was anderes hier aufgetaucht? Nö. Die Warpröhren sind irgendwie ein bisschen... Naja, ich meine, die braucht man ja nicht wirklich. Die geht ja total schnell hier lang zu scrollen. Setze alles zusammen. Jetzt will ich auch eh mal schaffen, ey. So, Stern. Ich muss ich genau drücken, wenn der Stern auch wirklich anwesend ist. So. Hä? Ey, das Spiel funktioniert nicht. Nur auf gut Glück hier, ey. So, und guck mal, hier haben wir so eine Insel. Da kommen wir echt nur mit dem Floß hin. Leider. Und wir müssen jetzt hier, ja, ganz normal die Level machen. Sonst hätten wir uns ganz viele Level überspringen können. Weil mit dem Floß kommt man auch letztendlich zum Königsschloss. Wir müssen aber jetzt den Beamer benutzen. Die Warpröhre. Zack. Yeah.
So, ach ja, stimmt ja. So, den erstmal umbringen hier. Jo! Verdammt, das war noch nicht tief genug. So. So, wo geht's da eigentlich hin? So, der kommt natürlich leider gleich wieder, der olle Typ. Der olle Scheißer. Da ist er auch schon. Ah, was mache ich? Was mache ich? Warum bin ich so dumm? Alter, ich hab falsche Richtung geschossen. Oh, voll zurückgekickt. So, wir haben nur noch 22 Leben, Leute. Was soll ich machen? So, zumindest big will ich sein. Obwohl, der macht mich mit einem Hubs big down. Der bringt es mir auch nichts, big zu sein. Ich renne hier einfach durch. Ja, jo. Oh. Oh. Ach so. So, was haben wir hier drinne? Ja. Just what I need again. Zu hoch. Down. Oh. Ja, ja, ja. Was? Ah, aber kann der springen, Alter? So. Wieder ein bisschen Ruhe vor dem Typen. So. Ups. Noch eine. Geil. Schnell aus dem Wasser. So geil. Ja, wie cool, ich kann auch so schießen. Das wusste ich gar nicht. Jedenfalls nicht mehr. Dafür war die Zeit zu lang. Wow. Nein. Jung. Es ist geil. Das ist wirklich, das gefällt mir gut. Da. Deswegen warte ich lieber trotzdem auf den Fisch. Weil jetzt ist ja gerade so ein bisschen so doof. Mann, stirb! Stirb! Oh, das war knapp. Halt ich für unten lang. Ich gehe da unten lang, denn da ist Geld. Wir wissen ja alle, wie ein Geld gefällt. So. Und schnell wieder hoch hier. Lucky! So. Ich glaube, wir haben es Level geschafft. Wieder nur einen Pilz. Mist. Da gibt es auch eine Taktik, dass man immer wieder die Dinger bekommt, die man möchte. Erst zu bestimmten Zeiten und so springen, aber ach, naja, ist mir jetzt nicht so wichtig. 23 Leben, hallo, ich bitte euch. Alles klar. So. Das letzte Level vor dem Schiff-Level wieder. Hey, cool, ich kann eins hoch. Warte mal. Schieß mal. Ups. Hey. Ach, ist das cool. Düb. Oh, eine Bombe. Aufziehbomben. Die kann ich tragen. Ich und wegkicken. Lalalala. Oh Gott. Mann, du oller Gumba, bleib doch einfach entspannt. Ups, was zur Hölle? Das war nicht gut. Oh, ich bin einfach tot. Ich wollte gucken, was da ist. Wenn ich die Bombe da zum Platzen bringe. So, das schaffe ich aber jetzt noch in dem Part hier und dann machen wir beim nächsten Mal Welt 3 komplett. Wow. Wie das sich anhört. Das sagt sich so leicht. Der olle Typ hier, der seine Gumbas droppt. Gib mir doch mal was. Sowas wie ein Pilz. Oh ja, das. Da ist ein Geheimgang. Da will ich hin. So, das Ding schießt gerade. Alter, wie es gerade nicht geschossen hat, denn in dem Moment. Ach, das darf doch nicht sein. Moment, Leute. Jetzt bleibt mal ganz ruhig. So wie ich. Wow. Lalala. Die Mucke ist schön. So, eigentlich schießen die doch nicht, wenn ich so nah dran bin. So, jetzt ganz schnell hier rein. So, kurz warten. So, einfach mal. So. Wow. Nein. Oh, Alter, voll die große Explosion. Voll explodiert, alle. Mendo, ich will da rein. Da ist eine Röhre, die eine ultimative Abkürzung bestimmt ist. Was ist los? Leute, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich weiß auch nicht. Ich bin wieder so aufgedreht. Was heißt hier wieder? Ach, egal. Mario. Und da hab ich den Bombenleger abgeballert. Wow. So, nein, was zum... Das war doof. Okay, dann nehme ich mir die hier. Die Bombe, die nehme ich. So, komm. Schieß, du Scheißding. Was? Nicht getroffen? Warum? Wie der unten ein Teil mich da irgendwie trollt. Dass das erst schießt, wenn ich gar nicht... Hoppala. So. Oh, das reicht doch wieder nicht. Alter, wie... Genau muss man denn da sein, ey. Wow. Na klar.
Oh, ich dachte, ich kann einen schnell hochnehmen und wegschmeißen, aber na gut. Leute, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich versaue gerade ganz schön viele Leben, nur weil ich so neugierig bin. Ja. Aber beim nächsten Mal schaffe ich es aber. Bis dann. Ciao.